Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wer bekommt ihn, den Pegasus in Gold? Der Pegasus in Gold geht an. Loxone Electronics GmbH. Das junge Unternehmen aus Kollerschlag behauptet sich in einem global heiß umkämpften Markt, jenem des vernetzten Zuhauses. 150 verschiedene Geräte, von der Waschmaschine bis zum Fernseher, werden heutzutage in einem Haushalt mit separaten Bedienelementen gesteuert. Mit dem Loxone Mini-Server als intelligentem Herzstück können alle diese Bereiche nun zentral gesteuert werden. Mit der kostenlosen Loxone-App und der ganzheitlichen Loxone Smart Home-Lösung werden alle Funktionen am Smartphone zusammengefasst. 2009, mit einer Handvoll Mitarbeitern gestartet, beschäftigt das Unternehmen heute 78 Mitarbeiter am Firmensitz in Kollerschlag. Weltweit sind es rund 130 Mitarbeiter und diese erzielten 2014 einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro. Und wir bitten den Sieger zu uns, den Geschäftsführer Martin Oeller. Smart Home ist ja wirklich spannend, was wir auch im Video gesehen haben. Zeigt auch Ihr Wachstum, dass das ein guter Markt ist. Wie schaut denn so das Haus der Zukunft aus? Was kann das Haus der Zukunft? Was ist Ihre Vision? Boah, ich habe schon gesehen, Sie halten die Sprecher heute in der Zeit sehr kurz. Das würde heute den Rahmen sprengen. Ich mache auch gerne Werbung in eigener Sache. Wer sich gerne informieren möchte, wir haben einen Häuselbauer-Stammtisch, wo jeder, der gerne bauen möchte oder ein Projekt im Sinne hat, sich super informieren kann. Kurz auf den Punkt gebracht, das Haus der Zukunft weiß von selbst, was es zu tun hat. Der Besucher oder der Gast oder der Bewohner greift nur dann ein, wenn es wirklich notwendig ist. Und ich muss sagen, heute ist wirklich ein besonderer Tag. Ich habe das Gefühl, es schließt sich irgendwie der Kreis. Ich habe jetzt schon ein Siegerbier von der Braukommune Freistadt getrunken, im Siegerrestaurant Bertelwieser heute Mittag in Rohrbach. Also, das passt zusammen. Moment. Der Kreis ist noch nicht ganz geschlossen, er schließt sich jetzt. In der Firma Bertelwieser ist auch ein Loxone Miniserver verbaut, was uns besonders freut und dort auch gewisse Aufgaben übernimmt. Das ist natürlich wunderbar. Ich sage herzlichen Glückwunsch und darf auch Sie bitten, auf dem obersten Podestplatz sich hinzustellen, hinaufzukraxeln. Wenn er sich jetzt auch noch ein Frauscherboot kauft. Geht sich das Smart Home auch noch aus? Bei dem rasanten Wachstum kein Wunder wär's. So. Also tolle Firmen, die da in dieser zweiten Hauptkategorie ganz oben stehen. Hätten sich sicher auch andere verdient, keine Frage. Kann halt nur drei treffen. Und jetzt so freuen wir uns auf eine schöne Siegerpose. Ja, so schauen Sieger aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Großen Applaus für Sie. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch.